Ja, und zwar ein paar, und zwar. Wir sind gut in Form. Wir haben die letzten 5 Spiele verloren, aber wir sind gut in Form mit den Spielern auskommen, die wir aktuell haben. Nee, wir wollen Bereiche verstärken. Ja, aber wir werden nicht einfach wahllos kaufen. So, was gibt's hier für Gerüchte? James Price? Hey, der sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Guck mal her. Elian Iralla. Jetzt nicht. Und Agustin von Fofana. Fontana. Und League One öffnet auch. Und wer wird da? Linden Dykes zu Huddersfield Town. Bitte. Bitte können wir das machen. Wir planen keinen Kaufrausch. Ja. So, Jack Clark ist da. Man ist unsicher über aktuelle Form. Was hat der für eine Form? Shit. Dem geht's gut. Dem geht's super. Herzlich willkommen im Team. Rekordsumme für Neuzugänge. Ja gut, das hat sich jetzt nur erhöht. Der ist ja eigentlich für die neue Saison. Sarah O'Connor wechselt zu Huddersfield. Ist okay. War nicht geglückt, das Experiment. In Anführungszeichen Experiment. War ja eigentlich als vierter IV geholt, dafür gab es dann zu wenig Spielzeit. Letztendlich gehen wir da mit minus 200.000 raus. Ist halt so. Ist halt so. Es hat einfach nicht gepasst. So, Michael Hamilton geht. Ach, wer ist denn runtergegangen jetzt letztendlich in der Premier League? Norwich, Crystal Palace, Brighton. Okay. Okay. Stimmt, die haben wir uns jetzt am Ende gar nicht angeguckt. Da habe ich mir extra bis zum Ende aufgehoben und dann gar nicht angeguckt, ne? Auch sehr stark. Norwich, Crystal Palace, Brighton. Okay, Southampton tatsächlich international. Gut. Ich gehe da nicht bei einer 0-3-Niederlage gegen Blackpool ins Stadion. Ja, aber dann wird es halt auch nicht besser, ne? Unser Rekordzuschauerschnitt, der wurde schon geknackt. Das zeigt mir einfach, die Fans stehen nicht mehr hinter dem Verein. Und der Verein kriegt dadurch weniger Geld. Der ist halt einfach auf die Ticketverkäufe angewiesen. Jamie Jacobs wird seine Arbeitserlaubnis erhalten. Könnte dann zu uns wechseln. Wäre, glaube ich, keine so schlechte Idee. Hat jetzt ein bisschen Eredivisie gespielt. Seine Flanken sind zwar nicht ganz optimal, aber der Rest sieht ganz okay aus. Schnelligkeit, ja. Ich glaube auch, dass man mit dem auf jeden Fall was machen kann. Gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir eben nicht so viel Geld haben. Doch, der kann was, der Junge. Der kann was. Wen sollen wir denn sonst holen? Sollen wir da weiter mit einem halbkranken Tom Lawrence spielen? Selbst wenn, können wir ihn ablösefrei wieder verkaufen, oder? Können wir ihn mit einem kleinen Mehrwert wieder verkaufen. Das passt schon. Da ist er! Herzlich willkommen, am 1. Juli kommt er. Mal schauen, was der Vorstand dazu sagt. Ob es ihm gefällt oder nicht. Ist ja immer so ein bisschen schwierig in letzter Zeit, ne? Der steht ja nicht mehr voll hinter uns. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Perk hat auch, das ist halt auch eine starke Aktion. Hat ein Angebot von wo? Ein Angebot von Cardiff bekommen und hat dann gesagt, bitte nimm mich wieder runter. Ich bleib lieber hier auf der Tribüne sitzen, bitte. Bitte nimm mich runter von der Transferliste. Das kann ich mir nicht antun. Hier ist dein Angebot für unsere beste Spieler. Das zumindest haben wir gedacht. Aber jetzt, Jassik. Ja, sick. Wahrscheinlich eine Leihe, oder? Wahrscheinlich verleihen wir den mit 28, dass er noch mehr Wert verliert. So, hier, wir können überlegen, wie findest du Angebot 8 Millionen? Ist guter Preis. Sehr, sehr guter Preis. Williger Mann, guter Preis. 7 Millionen und 30 Tore. Ja, okay. Los geht's. Blackburn, holt ihn euch. Holt ihn euch. Woher habt ihr dieses Geld, wenn wir das nicht haben? Das verstehe ich nicht. Erklärt mir das bitte. Wo findet ihr das?
Ich hab's noch nicht gefunden bisher. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Dylan Williams Ausstiegsklausel läuft ab von 13 Millionen. Ey, die kann gerne jemand ziehen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Gerne, wenn jemand möchte, schlag zu. Nur noch eine Woche, 13 Millionen für Dylan Williams. So, wir sind fast am 1. Juli, wir haben immer noch keinen Spielplan. Aber macht euch keinen Stress, FA. Wir haben noch ein bisschen Zeit. In der Saison muss man auch einfach nicht planen. Weil hier wird schon gar nichts geplant. Also bei uns noch weniger. Gebt uns einfach einen Tag vorher Bescheid. Ihr legt ja unsere Spiele eh immer von Sonntag auf Montag. Beziehungsweise von Samstag auf Montag, dann das nächste. Passt schon. Vielleicht haben wir keine Lizenz erhalten. Wir werden einfach jetzt ausgeschlossen. Wir kriegen einfach nichts mehr mit. Stark. Oh, zweitplatzierter Ekpiteta bei Neuzugängen der Saison. Und fünftplatzierter Jake Cooper. So viel zu keine guten Transfers, ne? Ja. Ich glaube auch. So, Ekpiteta stellt neuen Rekord im Notendurchschnitt auf. So viel zu schlechten Transfers, ne? Da ist er schon wieder. Neuer Mannschaftsrekord. Hat Kelly Roos gebrochen. Stark. Aber hat auch in 12 Spielen weniger. Testspiele? Hallo? Langsam. Uns wurde einfach nicht mitgeteilt, dass unser Saisonspielplan da ist. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das? Ich möchte die Testspiele nicht haben. Cambridge können wir eh nicht absagen, ne? Gut, das Turnier ist okay, aber das ist Bullshit. So, jetzt können wir aber mal auf jeden Fall hier planen. Da gibt es ein Trainingslager. Cool, wo ist das Trainingslager? In Nottingham in England. Da reicht das Geld nicht mal mehr, um noch woanders ins Trainingslager zu fahren. Wir bleiben einfach in England. Also es wird wirklich von Woche zu Woche besser. Da haben wir unser Testturnier. Beginnen wir damit? Nee. Wir beginnen mit der eine aus der Region. Ah, nee. Gegen unseren alten Dingsverein, komm. Gegen unseren alten Partnerverein, dann haben wir hier das und hier beginnt dann die Liga. Gut. Dann können wir hier vielleicht nochmal donnerstags. Dann machen wir dienstags, samstags, samstags. So, Vereine mit Trainingslager Nähe, was haben wir da? Auch nur englische Vereine. Tag. MK Dons. Real Betis. Ja. Dann ähnlich im Ausland. Dann Lüttich. Dann nochmal ein höheres. Gegen Leverkusen. Oh ja. Und als letztes vor Stoke nochmal. Was nehmen wir da? Hormond. Hormond, komm. Wir hätten auch wieder gegen Rockwood einspielen können. Ja, das wäre natürlich auch cool geworden. Da haben wir die ja schon mal ziemlich deutlich weggeklatscht, ne? Wo war das? Hier nicht? Da. Ah, wobei 8-0. Geht. Ach, jetzt kommt die Benachrichtigung. Cool. Stoke beginnen wir, heftiges Spiel, dann Ipswich auch heftig. Sunderland auch nicht schlecht, Barnsley, Coventry. Das wird kein leichter Start. Ja. Hallo? Bist du besoffen? Wie viele Spiele sollen wir denn machen? Sollen wir unsere Jungs alle verletzen oder was? Smith? Deboro. Seit wann ist das wieder drin? Ich habe das schon immer draußen. Oh, jetzt fängt der Co-Trainer schon wieder an durchzudrehen. Hilfe. So, Europameisterschaft. Wie sieht es aus? Wo rollt der Fußball, wo rollt der Fußball nicht?
Okay, Wales vor Österreich weiter und Deutschland souverän durch. Sehr, sehr souverän. Oh. Frankreich, Serbien, Slowenien, Polen. Ja, ohne Levi. Nee, Levi spielt ja noch. Keine Ahnung. Kroatien, Portugal weiter, Belgien, Niederlande. Ach, Jason. Das geht aber besser. Spanien, dann Norwegen, England. Oh, nur hinter Norwegen. Eieiei. Und Russland hat eine bittere Gruppe. Wobei Norwegen eigentlich schlagbar. Und Italien auch mit ganz schönen Problemen. Oh. Glück gehabt. Wie sieht's aus? Wie hat Jason gespielt? Saison? Drei Spiele gemacht immerhin und die Note sieht nicht so toll aus. Guck mal, wie treu der ist. Ja, okay, das ist aber ein Fehler. 2005. Wahrscheinlich hat er mit 4 Jahren war der, hatte der schon einen Profivertrag, oder? Bei Cabin Tilly. Das ist einfach Jasons Klasse. Der hat mit 4 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Hat dann 12 Jahre nicht gespielt, weil er dann erstmal auf der Suche nur nach Weibern war und so weiter, ne? Ist dann zu Derby gekommen, nach 2 Jahren auf einmal Stammspieler in der Championship. Was ein Typ. Was ein Typ kann man da nur sagen. So was nenne ich einen Boss, ganz genau. Oh, der wird auch Trainer bei Middlesbrough gehandelt. Gar nichts ist da dran. Das können Sie so zitieren. So und nicht anders. So, Dykes wechselt zu Blackburn für 7 Millionen und gegebenenfalls nochmal 750.000. Wenn er 30 Tore macht, sehe ich jetzt nicht so, aber man muss sagen, dafür, dass wir ihn für 3-2 geholt haben, können wir damit sehr, sehr gut leben. Einfach mal kurz verdoppelt, dafür, dass er eine ganze Rückrunde scheiße gespielt hat. Ab mit dir. Was sagen wir ihm? Warst ein fantastischer Spieler. War ziemlich verschlossen. Und die Arbeitserlaubnis fehlt natürlich noch für den Transfer von Plenga. Die brauchen sich nicht sorgen hier. So, ich brauche nur Spieler, die sich voll für den Verein einsetzen. Das hat er einfach nicht gemacht. Das habe ich nicht gesehen in den Spielen, dass der hier sein will und hier spielen will. Also, weg mit ihm. Auslosung im EFL Cup. Mal schauen, wen wir diesmal bekommen. Hoffentlich wieder einen leichten Gegner, ne? Ihr wisst ja, ich nehme im Pokal gern die leichten Gegner. Oxford Gillingham schon mal. Burton Albion gegen Notts County. Rotherham gegen Blackburn. Das erste Championship-Duell. Carlisle gegen Doncaster. Newport County gegen Reading. Oldham Athletic gegen Mansfield. Blackpool, jetzt auch League One Club gegen Sunderland. Wir haben kurz Rollen getauscht in den letzten 2 Jahren. Northampton gegen Dons, erstes League One Duell. Und wir bekommen Bolton Wanderers. Cool. Cambridge gegen Swinton Town, okay, die haben es ein bisschen besser erwischt. Bolton Wanderers sind Dritter geworden. Nee, sind wie Vierter geworden letztes Jahr? Elfter. Sollte eigentlich machbar sein. Gut. Das ist wahrscheinlich nach dem ersten Spieltag wieder hier, ne? Ja. Okay. So, und Echaria würde zu uns wechseln. Ich glaube, können wir sogar machen, ne? Der wird ein geiler Schattenstürmer, ich sag's euch. Bei dem habe ich es erstmal so richtig, wo ich sage, yes, den müssen wir unbedingt holen. Hat nicht so viel gespielt bei Reading, ist nicht schlimm bei uns später. Let's go. Garvey wechselt zu Newcastle. Und da haben wir ihn. Lucien Favre wird unser neuer Sportdirektor. Herzlich willkommen, Derby, mein Lieber. Hier kannst du einfach ganz ruhig sein. Hier musst du auch nicht viel reden, wenn du nicht willst. Nach Shanghai hat er gemerkt, Derby ist einfach seine Heimat. Da möchte er jetzt hin. Und es ist auch okay so. Geil. Und wir haben aus irgendeinem Grund 5 Millionen Transferbudget. Lujavec ist weg, Romero ist weg, Sarmiento ist weg.
Letztendlich alles nicht so hundertprozentig geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben, ne? Würden wir finanziell ein bisschen besser dastehen, hätte ich Lujabek vielleicht geholt, aber aktuell. Passt es schon so und wir haben einen richtig geilen Kontostand auf einmal. Aha. Aha, Digga, Williams Ausstiegsklausel ist Dings, ne? Wir verpflichten Jacobs, Dewsbury Hall und Echaria. Ja, ich glaube, das sind drei Transfers, mit denen wir ganz zufrieden sein können, oder? Die sehen für mich ganz gut aus. Die werden mal alle schön willkommen geheißen. Bruce Baker bei Jacobs, Jason bei Dewsbury und Jason bei Echaria. Lokomotiv Sofia und sich Sancha das. Klasse. Alterszeiten interessiert uns nicht. Fitnessbericht vor Saisonvorbereitung. Tsukamoto, Clark, Purple, Wu und Equiteta kommen zurück. In Top-Verfassung. Sehr gut. Tsukamoto probieren wir nochmal. Vielleicht kriegen wir ihn endlich. So. Hier haben wir. So. Information zu Roos. Er ist bedrückt wegen Dykes Abgang. Kein Problem, mein Lieber. Aber darüber sprechen. Okay, dann halt nicht. So, ich hatte die letzten Wochen nochmal Zeit. Ich denke, dass wir am letzten Treffen, wenn alle von euch 100, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht den direkten. Okay. Wir werden eines der besten Teams und sollten den Meistertitel. Unser Ziel ist es, die Aufstiegsrelegation. Genau. Ich wäre dafür, du machst die Saison den Magath. Ja, scheiß auf Taktik, einfach nur die Jungs rennen die ganze Zeit. Ich will, dass wir uns gut verkaufen im FA Cup. So, ich hoffe, ihr versteht das. Gut. Strafenkatalog und zwar, ich sehe da keinen großen Unterschied zu unserer Anzahl. Super. Super, Jungs. Klasse. Wenn das nicht klappt, dann ab nach Bordeaux. Genau so machen wir es. So, da sind wir beim ersten Testspiel. Los geht's. Also noch nicht ganz, aber gleich. Ne? Und da sind wir. Wir sind bereit für unser erstes Testspiel. Gegen, wer wird abgeschossen? Boston, unser Ex-Partnerverein. Haben einige Testspieler noch dabei. Ihr seht es hier. Okerefried, Peter Arp und so weiter. Ich glaube, James Price können wir aber mal heimschicken. Der Price wird nicht mehr heiß. Ah, wobei, man weiß es nicht. Mal schauen. Die werden natürlich nicht mitspielen, aber unsere erste Elf. So. Und zwar. Kelly Roos im Tor ist, glaube ich, nach wie vor klar. Auf die Bank kommt. Hallo? Können wir nicht auswählen so? Okay. Harrison Fuchs. Links beginnen wir mit Pedersen. Rechts beginnen wir mit Nathan. Hier beginnen wir weiter mit Jay Cooper und mit Marvin Ekpiteta. Dann auf den Flügeln. Auf der einen Seite Jamie Jacobs. Auf der anderen Seite Jack Clark. Ballerobernd Dewsbury Hall. Der spielt hier auch mal weiter. Den Ballerobernden. Muss ein bisschen an seiner Deckung arbeiten, ne? Aber sonst ist ein klasse Kicker. Fast, finde ich. Und daneben beginnen wir mit Louis Baker. Dann spielt hier Ejaria. Der wird hier Schattenstürmer spielen. Was, vielleicht muss er ein bisschen an seiner Schnelligkeit noch arbeiten. Stellt es noch hin? 26, wir schauen mal. Und vorne drin als Knipser wird der Scott spielen. Der ist auch drin, ne? Ja, sehr gut. Christopher Wu mit rein. McKnight für rechts hinten.
Lee für links hinten. Ceballos noch als IV. Der wird, ist eher so der Spielende, ne? Der den Ballspielenden machen. Ein bisschen trotzdem noch auf sein defensives Stellungsspiel gucken. Beziehungsweise vor allem halt auf Entscheidung und Deckung. Aber dann, ne, so rum passt schon. Alles gut. So, dann haben wir Max Wirth zusammen mit Jason Nückt und auf den Außen wären da noch so rum Abiyobi klar rechts und links. Jaden Williams natürlich ganz vorne drin. Können wir auch mal kurz hier die Knipserrolle noch mal lernen. Und der arbeitet aber ein bisschen an Technik, Kopfballtechnik. Erstmal ein bisschen an seiner Technik. Ah, wobei, vielleicht mal Kopfballspiel ein bisschen. Das ist vielleicht mal gut. So, plus, ach, Duren Purple haben wir noch. Haben wir theoretisch noch. Ah, beginnt links mal Dylan Williams. Und hinterm Stürmer beginnt dann Tsukamoto, können wir nicht spielen lassen, ne? Oder? Ja, der darf nicht mehr Testspiele spielen. Das ist schon eine Verarsche. Duren Purple. Kann er das spielen? Für die Testspiele ja. Für die Testspiele ja. Und dann nehmen wir noch. Ach, Bernabé haben wir noch, klar. Dann spielt natürlich Bernabé statt Dylan Williams. So. Jetzt haben wir unsere Aufstellung fürs erste Spiel. Wunderbar. Aufgewärmt und zack aufs Feld. Und zwar, der Fokus legt die Grundlagen für die anstehende Saison. Wie bei Felix Magath. Die Grundlagen sind Rennen. Und zwar nur Rennen. Nicht die Taktik, nur Ausdauer und Sprints. Ja, Gondo, erstmal ein Foul, kann man mal machen. Nach 20 Sekunden sich in eine gelbe Karte abzuholen, sehr stark Ryan. Ach, warte mal, wir sind ja bei Testspielen, ne? Dann können wir hier wieder erstens das reinmachen. Ach, umfassend wahrscheinlich. Entscheidend. Und das raus. Petersen. Hintenrum mit Baker. Ah, okay. Kann man mal probieren. Das ist ein Ball für uns. Gut auf Rubas von Cooper. Baker, Echaria, klasse Pass. Anthony Descott an den Pfosten. Ach, schade. Und da gibt es anscheinend einen Elfmeter. Für irgendwas, wo ich tatsächlich selber nicht weiß, für was. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, wir gehen ja auch mal gegen Fünftligist in Führung. Nee, Spaß. Also, wir sind in der neuen Saison. Die schlechte Laune der letzten Saison werfen wir einfach ab. Lassen die weg. Ab jetzt geht es nur um den Aufstieg. Ja, 90 Ausdauer haben die vor allem auch, glaube ich. 90 Ausdauer und Kraft. So, ich versuche hier ein bisschen die Spielstände zu ergattern. Aber. Ach, jetzt sind sie aktualisiert. Okay. Da stand sonst nur das Datum.
Wobei, der Euro können wir gleich mal reinschauen, wenn ich das nicht wieder vergesse. Die müsste ja auch ziemlich weit sein mittlerweile. Baker passt gut auf. Echaria, naja. Das muss dann aber noch besser werden im Kopf da, sage ich dir, ne? Starker Pass für Walker. Kein schlechter Abschluss. Aber es zieht sich ein bisschen, ne? Aber ist ja normal für so ein erstes Saisonspiel. Beziehungsweise ein erstes Testspiel. Starker Abschluss von Jack Clark. Das erwarten wir von ihm in Zukunft. Sehr schön. Gut, 2-0 geht's zur Halbzeit. Ist okay bisher, aber das geht natürlich auch deutlich besser. Aber trotzdem, wir liegen vorne und von daher alles okay. Dann wird durchgewechselt. Mal schauen, wie es die zweite Elf macht. Baron Purple und Jaden Williams vorne rein. Gut, gut. Einmal komplett durchgewechselt. Der Scott ist ja der Einzige, der ein bisschen enttäuscht hat, ne? Gar nicht ins Spiel gekommen jetzt gegen Boston, aber. Gute Freistoßposition, wer darf den schießen? Jason Knight. Jason Knight mit Freistoßtor. Hey. Hey, haben wir hier neue Freistoßschützen, mein Lieber. Stark, stark. Chanson. Wie heißen? Och nein. Oberschenkelverletzung. Bitte nicht. Bitte nichts Schlimmes. Achso, habe ich es jetzt bestätigt überhaupt? Ja. I love you, zeig mir dein Sixpack. Jason, zeig dein Sixpack. Komm schon. Und hier sind sich ernsthaft junge Wikinger, oder? Jucke, Wikinger, Jucke, Dicker, Jucke. Junge Wikinger Ried 2. Stark. Na gut, also entweder macht das Boston nicht schlecht oder wird nicht so gut. Das ist die Frage. Voilà. Boah, schöner Ball aus Skeffington. Und er schiebt den tatsächlich nochmal vorbei. Sam Skeffington. Sieht aus, als wäre er so Schauspieler in so einem Mafia-Film. So ist abgehoben auch. Finde, der hat nur verlängert, dass die den teurer verkaufen können. Weil mit einem auslaufenden Vertrag sieht nicht so toll aus. Nur deswegen, mach dir keine Sorgen. Vielleicht jetzt nochmal Bird mit einem Freistoß. Kommt schon. Christopher Wu. Na also, wer sagt's denn? Christoph. Let's go. Christopher. Der Christstopper. Klasse, Junge. Bird. Ibiovi, Bird.
Parrish. Wu Li. Hey, Skeffington, gelb-rot. Ja, richtig, so schießt sich da. Zeig's ihm. Du bist ein Krimineller. Okay, 4-1-Sieg. Dylan Williams ganz schön enttäuscht. Gut, dass wir ihn verkaufen. Bernabe auch nicht gut. Bird Knight war okay. Wu war stark. Und der Rest, ja. War ein erstes Spiel. Schöner Kick. Ein schöner Kick und ein gut Kick in die Runde. Sehr schön, Jungs. So, Magna. Ja, gut. Zum Glück nur Muskelfaser ist. Alles andere wäre jetzt sehr, sehr doof gewesen. Und jetzt habe ich tatsächlich mal dran gedacht. Ich denke an die Europameisterschaft. Und wir sind mittlerweile im Viertelfinale. Perfekt rechtzeitig. Rechtzeitig. Portugal gewinnt gegen Deutschland. Nachdem sie souverän durch die Vorrunde marschieren, reicht es dann für den ersten Härtetest nicht. Serbien gewinnt gegen Wales. Frankreich verliert gegen England. Boah, da gab es aber ein paar heftige Aufeinandertreffen schon. Italien locker gegen Kroatien. Norwegen in der Verlängerung gegen die Niederlande. Österreich 2-0 gegen die Schweiz. Spanien 0-3 gegen Slowenien. Und Slowakei im Elfmeterschießen gegen Belgien. Was ist das denn für eine EM? Die haben Elfmeter verschossen und ab da war es vorbei. Ach du Kacke. Und die haben auch noch so viele gute Noten. Was haben die denn gemacht? De Gea gepatzt die ganze Zeit. Uiuiui. Also dieses Jahr können wir gleich mal einen Europameister haben, den man normalerweise nicht so hat.